Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu To the Moon. Ja, ich habe in meiner Freizeit ein bisschen nachgeforscht über diesen Namen, der da gefallen ist, dessen ich mir nicht mehr bewusst bin. Und ich hatte nicht so ganz Unrecht mit der Autismustheorie. Der Autor, der hier erwähnt wurde, ist ein sehr bekannter Autor für ein Buch über das Asperger-Syndrom. Das heißt, unsere kleine River hier leidet am Asperger-Syndrom, was halt eine Form des Autismus ist. Plüschnabeltier. Ich kann es nicht fassen. Da, warte, war so seine Stimme? Ja. Glaub schon, oder? Keine Ahnung. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in der Erinnerung auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Er mag wohl Schnabeltiere nicht. Und wir haben jetzt alle Erinnerungen, die wir dann hier einsetzen können. Für die Leute, die viel. Okay, das war es wohl doch nicht. Für die Leute, die nicht wissen, was Autismus ist. Autismus, das sorgt dafür, dass Menschen halt anfangen. Sehr. Sie entwickeln halt ein sehr gutes Gespür für bestimmte Thematiken und alles, aber gleichzeitig verlieren sie ihr Gespür für soziale Interaktionen. Das heißt, den Menschen fällt es schwer, irgendwie sozial mit anderen Menschen zu interagieren. Und die fangen an, in einer Traumwelt zu leben. Ah, da oben, die Uhr war es. Die fangen halt an, halt die ganze Zeit in Gedanken versunken zu sein. Und die entwickeln halt teilweise eine sehr hohe Intelligenz, aber halt ein sehr starkes. Sie haben halt sehr viel Probleme, was das Soziale angeht. Das unterscheidet sich zwar immer so, aber vielleicht ist es halt interessant, weil jetzt wissen wir, was River hat. Und jetzt wissen wir auch, was denn eigentlich ihr Problem ist. Interessant ist nur, dass halt das Asperger-Syndrom normalerweise nicht von Geburt aus auftritt. Wer weiß. Vorbereiten. Also zumindest, man hat halt eine Veranlagung dazu zur Geburt, aber meist sind es irgendwelche Vorfälle, die dafür sorgen, dass. Ach, keine Ahnung. Und ich sollte auch mal auf das Ideale hier achten. Haben mich ein paar Leute ja darauf hingewiesen, dass das die einzige Herausforderung im Spiel ist und ich achte nicht drauf. Speedy und so. Okay. Sind es drei verschiedene Arten? Nee, okay, sah gerade nur so aus, als ob es drei verschiedene Arten von Feldern gibt. Wie könnten wir es denn hier am besten hinlegen? So. 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 Ups. Da habe ich mich verklickt, also kann ich das Ideale schon vergessen. Genau deswegen mache ich es nie. Ideal 4, aktuell 7. 8. Ich bin so gut. Es ist echt unglaublich. Ich kann es so machen. Jo. Jo. Ideal 4, aktuell 12. Ich bin der Beste. Aktivieren. Das ist ziemlich gruselig, wenn ich das so anmerken darf. Ich weiß. Ich kann es auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot. Schau, wir sind gesprungen. Heilige weichgekochte Makaroni. Der Bengel ist alleine im Kino. Was für ein Versager. Du gehst ständig allein ins Kino. Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, um meinem Geschmack zu widerstehen. Zu verstehen. Aber das mal außen vor. Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun?
Und daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch auf der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Whatever. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. Können wir vielleicht vorlaufen und finden dort einen Memory Link? Nö. CD. Okay. Das ist ein cooles Kino. Gleich ein Café nehmen an. Wow, warte. Ich rede null mit einem Emo-Teenager. Grammatik, mein lieber Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Mementos schauen gehen. Okay, er war also ein Emo-Teenager. Gut zu wissen. Ah, da sagt er nochmal das Gleiche. Das ist gruselig. Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Okay, lustig, dass er darauf reagiert. Ich habe halt Spaß, die Person zu entfernen. Komm, entfernen wir jede. Warte. Ist das er? Ja, das ist er. Versetzt worden. Das ist der Moment für einen Polaroid. Du kannst dich gut in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe. Ach ja, Rosalene, weiß immer die richtigen Antworten. Du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist dann das Problem? Ich hab halt Spaß dabei, lass mich! Ich wusste gar nicht, dass er auf sowas reagiert. Und noch eine Reaktion, bitte, irgendwann. Guck, jetzt ist dieser Ort vollkommen leer und gespenstisch. Davor war er nicht gespenstisch. Oder so. Nee, nur nicht. Ich hoffe, du bist unglücklich. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg. Wenigstens sind hier diesmal keine Oliven. Huch, wer ist denn das? River vielleicht? Wahrscheinlich ist es River. Wie gesagt, River? Du warst die ganze Zeit da drin? Ich habe im Foyer auf dich gewartet. Ich dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgegangen? Ich dachte, wir wollten den Film gemeinsam sehen. Was? Das sollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film zusammen angeschaut und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammen angeschaut. Ich wusste doch nicht mal einmal, dass du hier bist. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du nicht zu mir gekommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben uns denselben Film im selben Raum angeschaut. River ist die geilste. Ach ja. Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du den Film jetzt nicht mehr mit mir zusammen anschauen? Und ich müsste mal das Kabel vom Mikro hier ein bisschen entfernen, weil es stört ein bisschen. Klar will ich das. Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist. Ach ja. River ist schon lustig. Kann ich mich wieder bewegen? Nein. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Hoffentlich wartet da drin die nächste Mitfahrgelegenheit. Gibt's hier noch jemanden zum Verschwinden lassen? Ah, da. Da oben. Aber komme ich da rein? Ich weiß es nicht. Nö. Warte? Nö, geht nicht. Schade.
Das wollte ich nicht. Warum flackert das Licht so als kleine Frage? Vielleicht hat er ja eine Erinnerung auf der Mädchentoilette? Nee, Jungtoilette auch nicht. Schade. Schade, schade. Da hat er wohl nicht seine Blase entleert, wo Rosalene schön dabei zusehen kann. Gott, ich sollte aufhören, die Stimmung zu verderben. Sogar hier ist das Schnabeltier dabei. Ach du Scheiße. Ach, das Schnabeltier ist ein zweites Mal Memento, okay. Also ist meine Theorie nicht richtig. Yeah. Okay, die sagen nix. Schnabeltier vorbereiten. Okay, ideal 5. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. wie löst es sich am besten? Joa. Ich glaube, ich scheiß mal auf das Ideale. Sonst werden wir hier nie fertig. Jo. 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 Und jo. Ja, fast. Nur viermal mehr. Ist doch gar nichts. Aktivieren. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. War es so gut wie immer ein Memento oder Memory Link, ist aber okay. Ich trink mal was. So ganz klamm heimlich. Ey, komm schon, Junge. Hast du keine Eier? Doch, das schon. Hör mal, vielleicht war das doch so keine so tolle Idee. Ach Gott, was soll denn schon passieren? Muss ich das als Beleidigung ansehen, dass die Musik leicht russische Anlehnungen hat und der Kerl Nikolas heißt? Ja, okay, besser als Nikolai, aber okay. Denk doch mal nach, ey. Das Schlimmste, was passieren könnte, sagt nein. Warte, ist das nicht auch der Kerl, der dann später ein Kumpel von ihm ist? Ach, keine Ahnung. Ich spreche ihn jetzt mal wie so ein richtiger Macht, genau sagt. Du schlenderst weiter, als ob nichts wäre. Niemand wird das jemals erfahren. Und alle halten dich immer noch für cool. Und wenn sie jemand davon erzählt oder mich anschreit, jetzt reiß dich mal zusammen, du Waschlappen! Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint. Jetzt mach mal Hauptplan. Wer tut denn sowas? Und wenn sie mir eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt, das ist meine geheime Angst. Ich habe sie nicht. Ich habe nicht mal ein Helm dabei. Oh Gott, ich bin so dermaßen schlecht vorbereitet. Alter! Keine Panik! Bauch rein, Brust raus und hör auf, dich wie ein Waschlappen aufzuführen! Genau! Sag ihm, wo es lang geht! Okay, meine Stimme tut mir weh. Alles wird gut. Du redest einfach um. Alles klar, alles klar, alles klar. Hey, was tust du? Möchtest du mit mir Kinder zeugen? Okay, ich höre ja schon auf. Sorry. Hallo. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du da nicht... Ach, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Sie liest, der Part ist zu Ende, Leute. Auf Wiedersehen, euer Sandron.